Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Community, zu einer weiteren Folge Station News mit mir, dem Krizzle. Ja, ich habe mich ein bisschen beruhigt und habe schon mal ein bisschen gebastelt hier. Und ja, wir haben natürlich hier wundervollerweise, haben wir natürlich hier diesen Sonnensturm schon überstanden. Es muss ein Sonnensturm gewesen sein, denn die Technologie hier hinter meiner ganzen Anlage funktioniert. Also die ist nicht kaputt gewesen oder irgendwas. Das ist tatsächlich irgendwie ein Sonnensturm gewesen, scheinbar. Und ja, dementsprechend ist natürlich hier ein bisschen was kaputt gegangen. Ich habe jetzt hier schon einiges wieder repariert. Ich habe schon wieder einiges oder vieles mit Heavy Cable versehen. Also da dürften wir jetzt dann zukünftig keine Probleme, was Leistung angeht, betreffend Probleme kriegen. Die Heavy Cable, das muss man dazu wissen, können, glaube ich, 50 kW ab oder so, wenn ich mich nicht irre. Oder 100 sogar. Das Interessante ist, dass das Stationpedia dazu keine Auskünfte gibt. Also ich kann euch nicht sagen, aber ich meine, es waren 50 kW oder 100 kW können die, glaube ich, ab. Und dann müsste man halt einen zweiten Strang ziehen über einen zweiten Trafo. Und der Trafo, der ist jetzt eingestellt auf 20 kW. Das heißt, der Trafo wird nicht mehr als 20 kW rauslassen. Ja, und ich habe jetzt alles soweit repariert. Hier draußen, die Tür war auch tot. Ja, die ist immer noch tot. Das ist total lustig. Das muss irgendwo draußen sein, das Problem. Ich habe hier auch mal wieder die Scheiben rausgenommen, weil dieses ewige Cyclen hier, das geht mir auf den Zeiger. Das muss dann irgendwo... Ja, das ist natürlich geil. Jetzt kommen wir da nicht rein. Muss hier irgendwo... Muss noch ein Draht kaputt sein. Da ist er kaputt. Ja, da sehen wir es. Und ja, da habe ich dann jetzt schon ein paar Heavy Cable gebaut. Aber ihr seht schon, wir haben nicht mehr viele. Das heißt, wir werden jetzt hier nochmal den Heavy Cable Laden anwerfen. Sieht aus wie ein Einbrecher, ne? Ja, ich habe also ordentlich alles an Gold verpfeffert. Aber ich wollte ja sowieso alles auf Heavies umbauen, weil wir ja am Ende sowieso irgendwie alles mit Heavies haben werden. Und die ist immer noch tot. Okay, warum ist die noch tot? Die ist immer noch tot. Ach, hier unten ist wahrscheinlich noch was kaputt. Hier draußen. Ist der da unten kaputt oder ist der nicht kaputt? Hier ist auf jeden Fall alles noch ganz, aber es kann natürlich auch nach oben hin kaputt sein. Aber hier ist natürlich jetzt kein Strom. Das heißt, hier irgendwo ist hier noch was kaputt. Ja, da ist es kaputt. Okay, das müssen wir dann noch machen. Müssen wir dann hier noch mit Heavies rübergehen? Genau, hier sind ja keine Heavies. Deswegen, das werden wir dann noch reparieren. Hier drüben ist auch schon wieder was kaputt. Ach, Kinder, ey, ich weiß mal auch nicht. Also irgendwie... Ja, hier die Ecke ist kaputt und die ist auch kaputt. Oh, ja. Also hier müssen wir noch ein bisschen was machen, um das Ganze wieder in Gange zu bringen. Aber es ist nicht schlimm. Ja, es ist nun mal, wie es ist. Wir können es nicht ändern. Das ist halt ein Sonnensturm gewesen oder was auch immer das war. Vielleicht ist es ja auch eine Überlastung gewesen. Aber dann würde das nicht an so vielen Stellen sein. Also das... Das ist dann eher so da, wo in der Nähe, wo man überlastet hat, ist es dann. Und aber nicht überall. Also jetzt hat die wieder Strom hier. Ja, die hat wieder Strom, alles klar. So, und hier war ja auch noch was kaputt. Das werden wir jetzt erstmal nur flicken. Einfach um hier erstmal wieder Betrieb aufnehmen zu können. So, da sehen wir schon, 6 haben wir da drin und 29 haben wir in unserem inneren Tank. Das ist jetzt nur geflickt, das werden wir auch noch ändern. Das mache ich dann mal offscreen, ja, da müssen wir uns nicht mit belasten. Geil ist auch, was ihr wissen müsst, sobald ihr irgendwas am Stromnetz macht, hören die Geräte auf zu funktionieren. Ja, in dem Fall, ihr seht, er hat aufgehört, obwohl ich ihn gar nicht gestoppt habe. Also stoppe ich ihn jetzt nochmal, starte ich ihn jetzt nochmal. Wir haben noch ein bisschen Material da drin, wir können noch ein bisschen was fertigen. Machen wir auch, müssen wir auch machen, weil wir ja sowieso die Heavy-Leitung, die wollten wir ja hier hinten bis nach hinten durchziehen. Und ihr seht da das Chaos. Ich habe ein bisschen gewütet hier, ja, ich habe das alles ein bisschen aufgerissen hier, den Boden, weil wir hier alles neu machen müssen. Und ich will das aber gar nicht neu machen, weil das ist, funktioniert jetzt alles noch. Das war halt nur vom Sonnensturm, ja, ist hier ein bisschen was kaputt gegangen. Was ich aber machen will, ich möchte eine Heavy-Leitung hier komplett durchziehen. Ja, um die halt hier hinten dann rauszuführen, um dort dann den Strom zu haben für die Heizung und die Kühlung. Denn das war ja unser initiales Thema, weswegen wir hier begonnen hatten. Und
Das habe ich alles hier hinten nicht geschmissen, die ganzen Fußböden. Und dann können wir eigentlich schon weitermachen, sage ich mal. Ja, das hier liegt noch ein bisschen was rum, das müssen wir noch aufheben. Ja, ich habe hier die Scheiben rausgehauen, weil ja, ich die Scheiben halt nicht mehr sehen konnte, sozusagen. Und wie gesagt, wir werden das jetzt einfach easy peasy hier wieder zumachen, soweit wie es halt geht. Und dann müssen wir mal den nächsten Sonnensturm abwarten, was da los ist. Ja, ob wir da wieder betroffen sind oder ob wir nicht betroffen sind, das werden wir dann sehen. So, ich habe dann auch in dem Zusammenhang gleich die Leitungen hier oben angepasst. Das heißt, wir haben jetzt hier überall diese Abzweige, die wir dann brauchen für unsere Anzeigetafeln, ja, für unsere Filter. Das hat ich ja gesagt, das muss ich ja noch bauen. Das heißt, das habe ich dann gleich genutzt, die Zeit, und habe dann gleich das Ganze wieder schick gemacht. Ja, und hier können wir ja jetzt auch schon wieder... Ja, das sieht alles gut aus, das sieht alles gut aus. Hier können wir alles wieder zumachen. Der war übrigens auch durchgebrannt hier, der Chip. Ja, das, ich weiß nicht, ob die Heavy Cable das abkönnen. Also ob die das, ob die diesen Sonnensturm abkönnen, das weiß ich nicht. Ja, das Einzige, was ich eben weiß, ist, dass wir mal gucken. Wir haben hier einen Flashpoint und einen Shatter und einen Auto-Ignition, ja, bei diesen Werten. Und wenn wir jetzt mal auf die normalen Cable gucken... Ich schreibe schon wieder groß. Dann sehen wir, dass die genau die gleichen Werte haben. Ja, also was Shatter, Flashpoint und Auto-Ignition angeht. Das heißt, die Heavy Cable werden definitiv nicht, na, wie soll ich sagen, die werden nicht dafür sorgen, dass wir nicht explodieren. Ja, so. Im Falle eines Falles. So, den können wir mal ausmachen hier. Dann können wir mal gucken, ob wir mit den Heavies, die wir jetzt haben, auskommen. Aber wir brauchen ja sowieso Heavies. Ich meine, die können 100 kW ab. Die Leitung. 50. 50 oder 100 kW können die. Ja, und da, dementsprechend haben wir dann hier hinten natürlich die Energie, die wir brauchen. Wir müssen ja zusehen, dass wir hier irgendwie rauskommen. An diese Station hier hinten. Der einzige Nachteil, den ich hier hinten halt sehe, ist, hier hinten haben wir noch eine APC. Das heißt, wir haben das Ganze hier abgekoppelt, was aber kein Problem ist. Die APC kann das auch. Ja, und dann können wir von hier aus wieder rausgehen nach hinten, dass wir eine schöne Straight Line haben zum Thema Dingenskirchen hier. So, ich weiß nicht, warum meine Anlage gerade Gas filtert. Also mir ist es nicht bewusst, warum sie filtert, weil ich habe eigentlich... nichts aktiv, was Gas filtern sollte. Ja, aber hier scheint irgendwas im Rohr zu sein. Ja, der Druck nimmt schon wieder zu. Ich weiß nicht warum. Ich weiß auch nicht, wo der Druck herkommt. Muss ich euch ehrlich zugeben? Weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen, wo der herkommt. Wo kommt der Druck her? Ach so, da müssen wir jetzt erstmal wieder umschalten. Auf unseren Atmos-Analyzer. Jetzt gucken wir mal hier in den Tank rein. Hier ist nichts mehr drin. Hier ist noch Druck drin. Wie ist aus? So, also warum... warum haben wir plötzlich Gas, was gefiltert wird? Verstehe ich nicht. O2. Wo kommt denn der her? Der Sauerstoff. Wo kommt denn der her? Das verstehe ich jetzt wirklich nicht. Wo kommt der her? Hier ist alles zu. Wo kann denn der herkommen? Ja, also ihr seht, das Spiel ist manchmal echt verwirrend. Und jetzt wird es ja mehr. Wo kommt denn das her? Wo kommen jetzt die 500... Wo kommen die denn her, die 600 Pascal? Wo kommt die denn her? Ich verstehe es nicht. Hier ist da alles zu. Hier, die Volumenpumpe ist aus. Das heißt, von hier kann es nicht kommen. Ja? Klar. Kann es nur von hier kommen. Diese Leitung geht raus, ist verbunden mit diesem Teil hier. Ja? Ist nichts drin. Passiert nichts. Ist nichts drin? Na, der ist noch nicht angeschlossen. Wo kommt denn das her? Wo kommt denn der Sauerstoff her? Den ich hier gerade filtere. Wo kommt der her? Das wird schon wieder mehr. Verstehe ich nicht. Bin ich irgendwie total überfragt.
Ist nichts drin. Also es kann nicht von hier kommen. Hier ist auch nichts drin. Hier ist O2 drin. Wo kommt denn das O2 her? Die Mol? Hä? Hä? Verstehe ich nicht. Versteht ihr das? Ist das vielleicht so, dass die Temperatur des Außentanks gestiegen ist und dass die Volumenpumpe ein bisschen was rausgelassen hat? Und dass sie deswegen, dass hier deswegen O2 drin ist? Aber wo kommt denn das her? Kann ja nur aus dem Tank kommen. Aber warum ist es nur O2? Was ist mit dem Rest? Läuft die O2-Filterung nicht? Oder warum, warum geht's nicht? Gucken wir mal. Doch, O2 läuft. Ja, läuft auch. Ja, und die muss natürlich permanent filtern hier, weil hier immer irgendwelche Pipifax-Werte drin sind. 3 Pascal. 3 Pascal sind hier drin. Okay. Haben wir verstanden. So, dann machen wir den hier mal aus. Egal. So. Dann machen wir jetzt das auch aus, weil dann geht nämlich jetzt die Filterung auch raus kurz. Das ist nicht schlimm. Kann sie ruhig. So, der hat wo? Unten links und rechts haben Batchwriter immer einen Anschluss. So, das heißt, wir können die jetzt hier mal nehmen. Nehmen jetzt mal hier den unteren. Ne, unten hat er keinen. Oben hat er einen. Ja, falls das mal nicht geht, ja, falls ihr mal keine Leitungen verlegen könnt, liegt das daran, dass ihr nicht genug Leitungen sozusagen habt für das, was ihr davor habt. So, hier ist noch ein Schalter, das ist für Außenluftansaugung. Das brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Das können wir dann eigentlich auch weglöschen. Ja. Ja, theoretisch können wir das weglöschen. Ja, ja, ja. Na gut, dann machen wir jetzt aber erstmal hier unseren Schrank nochmal. Ich habe jetzt nochmal einen dritten Schrank gebaut hier für Erze und so, weil wir ja jetzt mittlerweile so viel Erze haben, dass ich gar nicht mehr weiß, wohin mit dem ganzen Scheiß. Und unsere ganzen Kabel, die wir jetzt gerade rückbauen, die nehmen wir da ja auch mit raus. So, das heißt, wir werden den jetzt hier auch erstmal wegbauen. Dazu nehmen wir den Schrauber, dann ist der weg. Dann nehmen wir den Chip raus, den können wir dann löschen, den brauchen wir dann auch nicht mehr. Den packen wir uns auch in den Schrank, da können wir naja später was mitmachen, irgendwas Cooles, aber jetzt aktuell nicht. Das heißt hier oben. Das Spiel ist manchmal echt anstrengend. So, dann haben wir den weg. So. Den Passivvent können wir eigentlich auch noch wegtun. Hä? Was passiert hier denn? Verstehe ich nicht. Versteht ihr das? Ich verstehe nicht, was hier passiert. Ich habe doch gar keinen Passivvent hier liegen gehabt. Das war noch... Verstehe ich nicht. Verstehe es einfach nicht. So, das ist der Chip, der dafür war. Den können wir hier wieder reinbauen. Dann ist der weg. Können ja mal gucken. War hier? Können wir hier einen Fußboden reinlegen? Nee, können wir nicht. Okay. So, also das lassen wir alles so, wie es ist. Hier war nichts kaputt. Das können wir alles so lassen. Den Feuerlöscher müssen wir natürlich auch nochmal wieder hinstellen hier. Der ist ja wichtig. So. Feuerlöscher. So, und hier müssen wir dann jetzt gleich weitergehen. Jetzt machen wir aber hier erstmal nochmal den Schalter weg. Den brauchen wir ja auch nicht mehr. Oh, ey, irre. Irre. Das war ja nur für dieses Projekt, was wir da hatten, wo wir draußen die Außenluft angesaugt haben. Das brauchen wir eigentlich nicht mehr.
So. So, so, so. Wer so sagt, hat den ganzen Tag nichts gemacht. So, so. So, das ist jetzt alles schicki. So, jetzt müssen wir hier mit den Heavys noch durchgehen. Das heißt, wir werden hier nochmal... Achso, wir können ja erstmal die Wand wieder zumachen. Dann sieht das hier ein bisschen schöner aus. So, alles klar. Shakadelic, Shakadelic, Baby. Und dann werden wir hier jetzt nochmal die Leitungen wegbauen. Um dann dort hier die Heavys anzubauen. So, dann ist das auch wieder fertig. Dann können wir hier auch schon wieder den Fußboden zumachen. Je weniger Stress haben wir dann. Ja, das lassen wir so. Oh ne, das ist schlecht. Habe ich nicht gerade den Chip darüber geworfen? Habe ich nicht diesen komischen Chip vor 30 Sekunden darüber geworfen? Wollt ihr mich verarschen oder was? Dieses Geräusch ist so geil. Ja, den Chip habe ich darüber geworfen, genau. Also, ich weiß nicht, was das hier soll, ey. Das lassen wir alles so. Der Feuerlöscher kann da stehen bleiben. Das ist hier für die Scheibe, das lassen wir auch hier. So. Und dann können wir ja auch die hier schon mal zumachen. Den Strang da hinten lasse ich so, da läuft alles. Das ist alles nicht, ist nicht kaputt. Also das können wir so lassen. So, jetzt müssen wir hier noch das Kabel kurz trennen. So, dann sind wir mit dem Heavy schon draußen, so wie ich das wollte. So, das sieht gut aus. Ja, wir müssen noch mal ein bisschen Energie verbrennen, ja. Deswegen bleiben die Geräte jetzt mal an. Ne? So, die Chute können wir wegtun. Die brauchen wir nicht. Die werden wir auch nicht mehr einbauen. Ja, weil das ist nicht gut, glaube ich. So, den Filter, den Pollutants-Filter können wir da reintun. Den N-Filter können wir auch hier reintun. Wir könnten theoretisch auch den N-Filter hier bei N mit reinwerfen. Wo ist hier N? N. Hier ist, ach so, da ist einer drin. Alles klar, dann brauchen wir da keinen mehr reintun. Können wir den hier auch in den Schrank packen. So, die restlichen Teile sind hier von den Hoshis hier und da habe ich mich jetzt entschieden, dass ich die Fenster umdrehe. Ja, das heißt, ich werde die so hinbauen, dass sie nach innen zeigen. Das ist dann zwar für die Optik nicht so schön, aber die ganzen Kabel bleiben außerhalb. Ja, und das ist das, was ich dann will. Ich möchte gerne die Kabel außerhalb haben. Dann kann ich die, wenn die wieder kaputt gehen, leichter reparieren. Ja. Wie gesagt, sieht jetzt nicht so geil aus. Sollte ja eigentlich da drin sein, aber ja, ich habe das jetzt mal so gemacht, weil es dann irgendwie schöner funktioniert, wenn dann beim nächsten Mal irgendwas kaputt geht hier. Das wird ja passieren. Also wie gesagt, es war keine Überlastung, hundertprozentig nicht. Dann würde das ganze Zentraler irgendwo kaputt sein und nicht da so... Über das komplette, über die komplette Firma, ja, das ist ja über den komplette Halle ist ja alles kaputt gegangen, ne? Ganzen Kabel. Das ist natürlich blöd, wenn dann so Dinge kaputt gehen wie Schleusen.
Ja, weil man dann natürlich überhaupt nicht mehr weiß, wenn man dann überhaupt nicht mehr weiß, wie man denn reinkommen soll in die Bude. Achso, die Dings habe ich da noch dran gelassen. So, genau, dann sieht das hier wieder aus. Dann ist dazu. Und übrigens, wenn man neben der Furnace steht und anschaltet. Ja, das ist die Schaltung, von der ich euch erzählt habe, dass ich die dann auto-ignite sozusagen, dass die automatisch angeht. Ja, also hat das ja doch funktioniert mit dem Knopf, den ich da oben gebastelt habe. So, dann packen wir die in Active Vent und den Passive Vent auch nochmal weg. Nein, ich habe mir den nicht in der Hand genommen. So, der ist weg. So, dann haben wir ja eigentlich den Punkt, den wir vorher hatten, haben wir ja dann jetzt schon wieder. Ne? Nur, dass ich jetzt hier die ganzen Türen alle aufgemacht habe, dass ich hier mich besser rumbewegen kann und so weiter. Jetzt haben wir ja eigentlich das soweit erstmal fertig, was wir machen wollten. Nicht wahr? Wir sind jetzt wieder bei dem Stand, wo wir vorher waren. Und ich verstehe nicht, warum meine. Warum hatten die noch Druck und Temperatur? Verstehe ich nicht. Kann sie doch gar nicht haben. Oh, hier ist irgendwas kaputt gegangen. Oh. Hier ist irgendwas kaputt gegangen. Die Furnace hat noch Druck und Temperatur, obwohl sie nichts macht. Oh. Nee, warte mal. Hier ist alles richtig. 12,5 Megapascal sind drin. 9,85 und 4,89. Ja. Ja, der darf sich natürlich nicht groß erhitzen, der Tank, ja. Den müssen wir mal noch irgendwie kühlen oder so. Der darf sich nicht erhitzen. Wenn der sich erhitzt, ignitet sich das alleine. Und dann haben wir ein Problem. Dann knallt es nämlich. Aber warum macht die Dings hier nicht mehr auf? Hier ist da was kaputt gegangen. Was ist denn hier los? Warum brennt denn die noch? Wie dürfte der ja nicht brennen? Hier ist da ja nicht drin, hier ist ja kein Gas drin mehr. Verstehe ich nicht. Wieso brennt denn die noch? Boah, ich glaube, hier ist wirklich. Es ist. Ich glaube, den Spielstand können wir vergessen, Leute. Den können wir vergessen. Hier ist irgendwas, das ist ja kaputt hier. Jetzt geht's aus? Ach, ich weiß warum, Leute. Ich weiß warum. Ich weiß warum. Wir haben die Furnace ja eingebaut in ihren, ja, wie sagt man, in ihrem Kleidchen. Und dadurch, dass wir sie eingebaut haben, konnte sie ihre Hitze nicht loswerden. Seht ihr das? Seht ihr das? Sie wird die Hitze nicht los. Aber sie wird den Druck auch nicht los. Warum nicht? Habe ich sie wieder zugedreht? Output ist voll auf. Es kann doch nicht sein. Warum lässt jetzt die Temperatur nicht los? Warum nicht? Warum geht die Temperatur nicht runter? Sie ist komplett auf. Sie ist komplett auf, die Furnace. Da dürfte nichts passieren. Output. Output ist voll auf. Input ist zu. Aber sie drückt es nicht raus. Warum drückt es nicht raus? Strom hat sie. Strom ist überall noch dran. Ist hier auch nichts kaputt gegangen? Nein, ist alles noch dran. Na gut, wir können hier mal reingucken. Ob irgendwie ein Kabel abgegangen ist oder so. Naja, wenn sie keinen Strom hätte, würde sie ja nichts machen.
119,3. 119,4. 119,6. Aber jetzt fängt es an abzukühlen. Aha. Okay. Mhm. Das bedeutet ja, dass wir schon wieder zaubern müssen hier. Okay. Naja, gut. Dann müssen wir halt mal zaubern. Bei Gelegenheit. Aber jetzt halt nicht. Aber warum hat denn das vorhin funktioniert? Das verstehe ich nicht. Warum hat das vorhin funktioniert, ohne dass sie die Temperatur nicht losgeworden ist? Ich meine, mir ist ja egal, ob sie ihre Temperatur los wird, ja. Wenn die bloß noch 100 Grad hat oder so, interessiert mich das ja nicht, weil umso besser fürs nächste Mal, ja. Mhm. Sie wird ihre Wärme natürlich nicht los. Das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen ja, dass sie die Wärme stabil hält, die Temperatur. Ja. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum dieses Programm nicht funktioniert, weil der die Temperatur gar nicht regeln kann. Er kann die Temperatur ja nur regeln, wenn die Furnace ihre Temperatur auch los wird. Ja. Ja. Wollen wir ausmachen, das Ding. Ja, die hat tatsächlich noch Temperatur. Naja gut, dann lassen wir das jetzt erstmal und schweißen das nachher wieder zu. Aber jetzt lassen wir das erstmal abkühlen. Okay, das machen wir. So, wir wollten ja jetzt hier hinten rumspielen, haben wir gesagt. Das heißt, die Heavy-Leitung haben wir jetzt und hier wollte ich jetzt ein paar Leitungen verlegen. Das heißt, ich brauchte Rohre. Ja, da sind wir ja jetzt wieder. So, habe ich hier irgendwo Rohre? Ja, eins. Okay, ein Rohr reicht ja auch. Warum sollte man auch mehr brauchen? So, haben wir. Radiatoren wollten wir noch bauen. Das machen wir dann später, wenn wir wissen, wie viel wir brauchen. Okay. So. Hier waren wir, glaube ich, ne? Kann es sein, dass wir hier stehen geblieben waren, bevor wir zerstört wurden vom Sonnensturm? Ja. Naja, so können wir das lassen. So, jetzt brauchen wir Radiators. Radiators. Ich weiß noch nicht, wie viel wir brauchen. Wollen wir mal zählen? Wir zählen mal, dann brauchen wir nicht umsonst, weil die kosten uns schon ganz schön Sprit hier, die Dinger. So, das sind 1, 2, 3, 6, 9, 3 mal 9 sind 18, 19, 20, 21. 21 Stück. Machen wir jetzt einfach mal knallhart, weil wir es können. Oh, die brauchen Gold. Mhm. Okay. Dann müssen wir jetzt erstmal Gold schmelzen. Zum Glück haben wir ja noch ein bisschen was an Gold. Hier ist doch schon wieder irgendein Draht zerbrochen. Ja. Halt an. Warum? Jetzt mal ernsthaft, Kinder. Ich verstehe nicht, warum das passiert. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, warum jetzt hier schon wieder gerade eben unsere Leitungen zerborsten sind. Ja, hier ist alles noch heile. Hier ist alles noch heile.
Was hat denn hier gerade geknallt? Hier hat doch gerade was geknallt. Ich hab's doch gehört. Hier funktioniert alles noch. Ja. Die Furnace hat auch noch Strom. Hier hinten hat alles noch Strom. Die können wir mal ausmachen, die Sachen hier. Brauchen wir jetzt eh gerade nicht mehr hier hinten. Noch Furnace. Mal ein bisschen Strom sparen hier. Den müssen wir anlassen, den brauchen wir. Aber warum? Warum zerstören sich hier hinten Kabel, wenn ich hier an einer Heavy-Leitung, die von vorne kommt, einen Ofen dran schalte? Warum? Nun ja, die Leistung ist zu hoch. Verstehe ich. Bin ich dabei. Aber hier, die sind doch hier gar nicht dran. Das ist doch völlig egal. Wisst ihr, was wir machen? Wir bauen mal einen kleinen Transformator. Wir hängen das Ding mal an Trafo. Wir bauen jetzt mal einen Trafo. Ach, das ist der falsche. Falsch. Ja. Wir machen mal einen kleinen Trafo. So. Und den pflanzen wir hier jetzt mal zwischen. Und zwar können wir den hier zwischenbauen. Ne, hier können wir den nicht zwischenbauen, weil da brauchen wir die Leistung. Da können wir den zwischenbauen, oder? Können wir. Wir werden sehen. Wir nehmen jetzt hier erstmal die Leitung raus. Achso, ich glaube, der kann nur dahin, ne? Kann das sein? So, und den stellen wir jetzt mal, wenn wir rankommen, stellen wir den jetzt mal auf 5000 Watt. Weil das ist ja das, was die Kleinen abkönnen. Ja? Nur den ist auch eingeschaltet von hier. Immer nicht. Ist schlecht. Jetzt haben wir einen an. So. Jetzt gucken wir mal, was passiert. Naja, das sieht doch schon gut aus. Weil jetzt gehen nicht mehr als 5000 Watt hier raus, weil der Trafo das ganze Jahr jetzt begrenzt. Nanu, warum ist denn hier, warum sehe ich denn hier nichts? Warum sehe ich denn nichts auf der Leitung? Was? Was ist denn hier los, ey? Verstehe ich nicht. Jetzt sehe ich was. Das ist ja lustig. So, da gehen jetzt 2,7. Gehen jetzt da raus auf der Leitung. Und ab und zu kommt eine Spitze von 4,7. Okay. Das bedeutet, dass in Station hier ist das so ist, dass du nicht davon ausgehen kannst, dass das eine Leitung ist, wo Strom durchgeht und die dann sich irgendwo auftrennt und die maximale Leistung hier rausgeht, sondern in Station hier ist es so, dass die Gesamtleistung aller Leitungen diesen Wert nicht überschreiten darf, der da gerade piekt, ja, unter aktuell. Das heißt, irgendwas, was wir jetzt hier zuschalten, was mehr als 5 kW hat, wird dafür sorgen, dass die Leitungen durchbrennen. Ja, außer wir machen alles mit Heavys. Dann nicht. Ja. Okay. Haben wir verstanden? Werden wir umsetzen. Aber nicht mehr jetzt.
Das ist der Filtration-Schnatter, den muss ich auf jeden Fall mit Heavies versorgen, weil sonst wir hier zu Problemen kommen, wenn die Filtration nicht läuft. Ja? Das heißt also, das bleibt alles so. Die Filtration hat jetzt, lass uns platzen uns die Rohre. Die Filtration hat jetzt Daten, alles, Bus und hast du nicht gesehen, Strom haben sie jetzt alles Heavy. Ja? Und ab hier hinten geht es ja dann wieder normal weiter, aber da haben wir jetzt auch ein Trafo. Also zumindest haben wir jetzt, oder warte mal, haben wir jetzt einen Kurzschluss fabriziert? Wartet mal, hier kommt die Hauptleitung an. Ah, wartet mal. Ich glaube, wir haben hier einen Kurzschluss, weil hier kommt die, hier vorne, von hier kommt die Hauptleitung. Das ist die Zuleitung hier. Und dann geht es hier rum, hier überall hin, lalalala, geht hier über der APC und geht hinter der APC hier wieder zurück. Aber es ist nicht verbunden. Nee, es ist nicht verbunden. Okay. Dann ist alles richtig. Ja. Und das geht dann rüber. Und hier ist nichts verbunden. Genau, ja, wir müssen aufpassen, dass wir keine Loops hier machen. So, und jetzt passiert hier nichts mehr. Jetzt explodiert hier kein Draht mehr, weil der Trafo begrenzt diese Leistung, die da rausgeht jetzt. Aber theoretisch, wenn ich jetzt alles anschalte... wir wollten ja hier noch ein paar Radiatoren bauen. Dann haben wir jetzt wieder ein bisschen mehr Leistung. Ja, jetzt ist passiert. Ne? Habt ihr gehört? Ja. Also. Es ist tatsächlich so, wie ich sagte, dass das komplette System, jetzt haben wir auch hier eine Fehlermeldung, dass das komplette System darauf beruht, dass das gesamte Netzwerk nur diese bestimmte Leistung ab kann. Ja? Und dass man dann entsprechend diesen Leistungszuwachs, den man dann erwartet oder den man haben will, dass man den nur bekommt, wenn das komplette Netzwerk auf diesen dicken Leitungen verlegt ist. Oder man es durch APCs trennt oder man entsprechende Trafos auf entsprechenden Linien einsetzt. Ja, auf entsprechenden durchgehenden Linien. Genau. Ja, das würde für uns bedeuten, dass wir doch alles mit Heavies ersetzen müssen hier. Das heißt, wir müssen die Wände nochmal aufmachen. Und so weiter und so fort. Aber das mache ich alles offline, da braucht ihr euch nicht drum kümmern. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge, würde ich sagen. Also seht, die Geschichte mit Stationeers, das ist gar nicht so einfach, hier alles am Laufen zu halten. Weil immer wieder unvorhergesehene Dinge passieren, um die man sich kümmern muss. Ja, also, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und ich wünsche euch viel Spaß noch weiterhin hier auf diesem Kanal mit diesem Let's Play. Und wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr gerne kommentieren und ja, mit mir sprechen und irgendwelche Fragen, Sorgen, Nöte, Ängste könnt ihr hier gerne, sage ich mal, ja, anbringen. So, haut drin, wir sehen uns. Tschö.